Hallöchen, meine lieben Freunde. Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier so die Ruine ein bisschen versucht zu gestalten. Geht eigentlich. Vielleicht fehlt hier vorne noch irgendwie ein bisschen was, was man. Aber ich weiß nicht was. Ich mache jetzt hier hinten erstmal ein bisschen mehr Platz. Dann ist der Berg nicht zu nah näher an dem Haus. Ne? Das ist auch wieder ein bisschen realistischer. Ja, so kann es bleiben. Ne? Hazelnut. Gut. Gucken wir mal weiter. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal den ganzen Kram wieder raus. Gut, die Weizenkörner und das können wir ja behalten, ruhig. So, und dann würde ich sagen, erstellen wir uns einfach mal die Spinnen und ich würde sagen, wir machen 4 oder 5 Babyspinnen und eine Mutter sozusagen, die ein bisschen größer vielleicht ist. Ich mache jetzt erstmal von den 5 kleinen nur eine. So. Und die nenne ich jetzt Babyspinne. Und dann nehmen wir natürlich das Spinnenmodell. Spinne. So. Und die Textur. Hätte ich vielleicht auch offline machen können, ich weiß nicht. Aber könnt ihr ja ruhig auch mal dabei sein, falls ihr den Mod noch nicht kennt, zum Beispiel. Ach, da unten sehe ich das. Sieht eigentlich auch schon cool aus. Mal gucken, wie das aussieht. Sieht eigentlich schon geil aus. Babyspinne. Die mache ich mal dann auf 2 vielleicht. Ich weiß nicht so. Ah, das reicht, oder? Und die von der Mutterspinne mache ich jetzt auch erstmal eine, nur brauchen wir auch nur eine Mutterspinne, nur einfach damit ich mal die Größenverhältnisse so mir ein bisschen anschauen kann. Achso, nee, wir müssen erst hier wieder auf Spinne. Die lassen wir so groß, oder? Machen wir die auch noch kleiner? Ich weiß nicht. 4. Ne, 3 ist so ein bisschen wenig Unterschied. Ne? Dann müsste ich die vielleicht noch kleiner machen, eigentlich. Ja, aber das ist zu klein, oder? Das ist so fies. Ich mache die Liebe wieder auf 2 und die mache ich hier wieder auf 4. So ist besser, oder? Würde ich sagen. Gut, Mutterspinne. Wie machen wir die? Auswählen. Die müsste auf jeden Fall ein bisschen fieser aussehen, finde ich. Das Grüne ist zwar auch geil, aber.
Mal gucken, ob wir da noch was anderes, Besseres finden. Zwei da. So vielleicht war auch dein. Ja, das ist so harmlos oder so. So richtig ekliger Tarantel wäre cool. Auf jeden Fall, so ist doch cool, oder? Wir werden beobachtet die ganze Zeit. Ja. So lasse ich es erstmal. Und ja, was die droppen, ne? Das müssen wir uns natürlich jetzt auch mal schnell holen. Ich mach mal ein paar Bonbon. Ach, die ne Candy, ne? Ich würde sagen, hier die ganz normalen, ne? Das reicht eigentlich. Wir haben ja auch Jelly Beans, die kriegen wir auch manchmal von Gegnern. Obwohl die droppen sowieso, glaube ich, Bonbons. Müssen wir mal ausprobieren. Ne? Mir fallen jetzt erstmal nur die Bonbons ein. Ja, und die Spinnfeen halt, ne? Spinnfeen können wir auch noch machen. Spinnenaugen und Spinnfeen. Spinnenaugen können wir machen. Und Spinnfäden, ne? Wie heißt das denn? Fäden? Spinnfaden? Da. Nehme ich mal auch ein paar mit hier. Hallo Pferd. Na? Was sagst du zu meinen Spinnen? Gar keine Angst? Keine Angst? Darf ich dich reiten? Nein, darf ich nicht. Gut, Babyspinne. Das machen wir mal weg, verstecken. Werte lasse ich erstmal so, ich weiß nicht, ob 20 zu viel oder zu wenig ist. Wiederbelebung, da mache ich auch hier wieder die, ich weiß nicht, habe ich eine 2000? Ich glaube, ich habe eine 20.000 immer genommen. Ne? Ich glaube 20.000. Das müssen wir bei Bella auch umstellen. Ich glaube, das ist eine halbe Stunde. Verstecke toten Körper, machen wir auf Ja. Nahkampfoption, lassen wir mal auf Stärke 5. Und Effekte machen wir mal nichts. Kann er trinken? Ja. Brennt in der Sonne? Nein. Kein Fallschaden? Ja. Oder? Kriegen die Fallschaden? Nee, oder? Ich weiß gar nicht so genau. Langsam im Netz? Weiß ich nicht, was das heißt. Gegner gefunden? Normal. Variante mache ich mal nicht auf rasch, sondern auf umzingeln. Mal gucken, ob das wie das ist. Das habe ich auch alles noch nicht so ausprobiert. Bewegung. Lassen wir erstmal Bewegung. Inventar. Dann machen wir jetzt mal den Bonbon rein. Und die Spinnfeen, und ich würde sagen, die Spinnaugen kriegen wir nur von der Mutter. Und Bonbon-Drop-Chance mache ich mal auf 20. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr, 2 oder 3. 2 machen wir noch. Die mache ich auch auf 20. Da können wir später noch Sachen hinzufügen, falls uns noch was einfällt. Wie gesagt, könnt ihr mir auch Vorschläge machen. Und ja, das lassen wir erstmal so. Rolle.
ich weiß gar nicht. Fraktion ist auf jeden Fall aggressiv. Feindliche Fraktionen angreifen, ja. Verteidiger Fraktionsmitglieder, ja. Und hier können wir noch, das brauchen wir nicht unbedingt. Sprüche lassen wir auch erstmal. Wir können auch machen, dass sie zum Beispiel nur nachts da sind. oder nur tagsüber. Könnten wir auch machen, aber das lassen wir auch erstmal. Das lassen wir erstmal, Babyspinne. Wir werden mal jetzt sehen, wenn ich mich hier in die andere Game Mode begebe, ob die mich angreift. Ja. Hä? Was ist sie denn hinter mir? Hallo? Ja, wo laufen sie denn? Ja, das ist ein bisschen schade, dass Spinnen in ihrem eigenen Nest stecken bleiben. Ja. Oh, die ist aber ganz schön. Ganz schön fies. Nein, ich will zurück. Ich kann die auch. Ich kann die resetten oder friesen. Ich wollte nur mal wissen, ob die auch angreift. Das macht die auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Jetzt bräuchte ich eigentlich was zu essen. Was mache ich denn? Nein! Oh, scheiße, ich bin so doof, ey. Aber ist nicht so schlimm. Oh. Hallo? Wir können auch so machen. Und jetzt friesen wir die erstmal alle und dann teleportieren wir uns zur Mutterspinne. Und dann sind wir auch wieder hier. So, also die greift schon mal an. Das Coole ist, man kann jetzt auch so eine Gruppen erstellen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich weiß nicht mehr. Hier mit Linket war das irgendwie. Aber dafür muss ich die erst klonen. Und dann können wir, also wenn wir dann irgendwelche Veränderungen noch machen wollen an dieser Spinne, wenn wir dann 5 davon haben, da brauchen wir bloß eine ändern. Und dann sind alle 5 geändert sozusagen, ne? Also wir brauchen uns dann sozusagen nur um eine Babyspinne kümmern und können damit die anderen auch ändern. Jo. Ein Kloner. Hallo? Achso, mit C, ja. Mob-Kloner. Jetzt komme ich an den Schrank irgendwie, weil die gefriest ist, vielleicht auch. Nee, abbrechen. Warum komme ich an der nicht ran? Vielleicht auch, weil die Aggro ist. Oh Mann, dann gehe ich mal hier wieder Game Mode 1 und resette die nochmal. Hey! Hier bei der Mutterspinne funktioniert. Nee, da funktioniert es jetzt auch nicht. Dann mache ich die mal auf Unfries. Babyspinne speichern. So. Dann können wir, glaube ich, auf Linket. Ne, wie war denn das? Wie war denn das? Zumindest können wir also jetzt schon vervielfältigen, aber das will ich ja jetzt noch nicht. Oh Mann, Freunde.
Warum geht das mit Linked nicht? Linked hinzufügen. Da schreibe ich jetzt Babyspinne Ruina oder so. Weiß man auf jeden Fall Bescheid. Genau. Und jetzt nochmal hier auf Linked und Babyspinne Ruina. So, dann klonen wir die jetzt nochmal. Und jetzt sind die sozusagen alle verlinkt. Ich weiß immer nicht, wenn ich die jetzt verlinkt habe. Und die Spinne ist ja gut, die können wir hier auch stehen lassen, sag ich mal. Na, aber wenn ich die jetzt dann wegnehme, sind die anderen dann trotzdem noch verlinkt? Warum ist der jetzt nicht hier dabei? Achso, hier. Der Schafe. So, die ist jetzt auch verlinkt. Können wir erstmal so machen. Wie gesagt, wenn uns halt später noch was zu einfällt, können wir das ja auch noch umändern. Oder auch die Sounds und so, aber wie gesagt, dann brauchen wir das bloß bei einer machen. Hoff ich zumindest. Und ich weiß nicht, ob das schon zu viel sind. Ja, und die Mutter würde ich gerne dann hier in der Mitte, so dass erstmal, dass man erstmal mit den anderen zu tun hat, sozusagen. Ich mache die Mutter mal hier auch auf Speichern. Ja, wie gesagt, wenn ich hier jetzt lösche, sind die dann trotzdem noch verlinkt? Ich hoffe. Erstmal wieder raus, die braucht man nicht. Die muss ich sowieso auch erstmal noch ein bisschen einrichten. Achso, jetzt laufen die auch nicht, ne? AI bearbeiten, wandernd. Da mache ich mal auf 15 Blöcke. Ne? Mal sehen, ob die jetzt auch laufen. Ich hoff's. Schauen wir mal uns das an. Ja, die laufen auch. Zumindest die eine. Alle Rosetten. Die läuft. Die läuft. Ah, schaut, da interagieren die. Ah, da hätte ich... Na, Mami, alles gut bei dir? Sowas in der Art irgendwie. Das machen wir mal vielleicht gleich mal, weil das wollte ich ja auch mal sehen. Das ist jetzt die Babyspinne, ne? Haben wir die richtige Erwischsprüche? NPC-Lines. Da mache ich mal... Ich mache einfach mal Hallo, Mami. Obwohl die natürlich untereinander auch agieren können. Also Babyspinne mit Babyspinne. Wenn dann da steht Hallo Mami, ist natürlich auch blöde. Dann schreibe ich einfach mal rein Hallo Kollege. Einfach mal, ich will mal wissen, ob das funktioniert, weil wie gesagt, das ist eine Funktion, die früher nicht da mit dabei war. Alle Resetten. Dann gucken wir mal einfach, ob die hier miteinander agieren. Mutterspinne sagt, gut, Mutterspinne kann ja nur mit den Kleinen reden, eigentlich.
Da können wir ja zum Beispiel bei Mutterspinne NPC-Lines Kindchen, wie läufst du rum oder so. Ist ja alles erstmal nur, ne? Wie läufst du rum? Wie läufst du wieder rum? Wieder nur rum. Hallo Kollege, da war's. Und hier bei Mutterspinne mache ich mal den Namen weg. Also es funktioniert tatsächlich, das finde ich cool. Da kann man sich dann noch für die untereinander irgendwelche Sprüche ausdenken, finde ich ja geil. Ja, ihr seht, das verbraucht natürlich alles viel Zeit und so, aber es ist oft, wie gesagt, also ich finde es einfach nur cool, dass man sowas machen kann. Hallo Kollege. Finde ich krass, aber dass sie das so weit gesprochen haben. Sie läuft jetzt auch nicht so unbedingt. Hallo Kollege, nicht schlecht. Na, lauft, meine Lieben. Lauft geschwind. Ja, aber die Spinnnetze ist natürlich blöd. Also, die laufen auf jeden Fall. Wie gesagt, müssen wir noch Mutterspinne ein bisschen hier machen. Sichtbar, ja. Werte, der gebe ich mal ein bisschen mehr. Ich gebe der mal 30 oder vielleicht auch 40. Und Wiederbelebung mache ich auch wieder die 20.000. Verstecke toten Körper mache ich mal auf ja. Nahkampfoption und ihr gebe ich auch ein bisschen mehr Stärke, vielleicht 7 oder 6. Und vielleicht auch sogar einen Effekt, und zwar Schwäche vielleicht oder Langsamkeit, Übelkeit, Blindheit, Ausstörung, Vergiftung, Schwäche, oder? Kindchen, wie läufst du nur wieder rum? Hallo, Kollege. Ich weiß nicht, ob das zu brutal ist, wenn ich da jetzt noch einen Effekt drauf tue. Ich lasse es, glaube ich. Ja, die verstehen sich auf jeden Fall untereinander auch blendend, scheinbar. AI. Da mache ich auch mal hier auf umzingeln. Was hatte ich bei dem anderen? 6, ne? Oder was habe ich da eingetragen? Ich glaube 6. Ne? Ich will mal schauen, ob die dann wirklich versuchen, einen eher zu umzingeln. Kann schwimmen, nein. Flüchtet vor. Da weiß ich nicht. Vor Helligkeit könnte ich machen, dass sie vielleicht eher so im Haus bleibt oder so. Aber dann kann die zum Beispiel unter Baum auch kriechen und dann bleibt die da. Deswegen finde ich auch blöde dann. Meidet Wasser, ja, natürlich. Sprungangriff, ja. Zurück zum Anfang, ja. Inventar. Bonbon. 2. Nee. 2. Und Spinnfäden, ich weiß nicht, wie viel man da kriegt. Vielleicht 5 oder so. Und Spinnenaugen. 2. Und hier mache ich die Drop-Chance ein bisschen größer. Ne? Hier 30%, sage ich mal, ist auch noch nicht so viel. Also es kann auch sein, dass man dann die Monster besiegt und gar nichts bekommt. Hier kann man noch Erfahrungspunkte, das hätten wir bei den Babyspenden auch mal machen sollen noch. Minimal, maximal. Ich sag mal, ich weiß nicht, wie viel. 100 ist das schon viel? Ich kann das immer so schwer einschätzen. Ich mach mal hier beides auf 200 und bei den Spinnen mache ich das mal. Mann, die verstehen sich ja richtig gut hier alle. Und hier mache ich das mal auf 100. So.
Und Mutterspinne wandert natürlich auch ein bisschen rum. Und die mache ich auch hier so. Obwohl sie soll nicht so viel rumwandern. Weil sie muss ja eher beschützt werden. Lecker. Lecker, 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 Freunde. Ja, und jetzt können wir eigentlich das so machen, dass wir das mal gleich austesten. Ich muss bloß wieder zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ist das die richtige Richtung? Nee. Genau, die falsche. Ich suche meine Bella. Bella, wo bist du? Ich muss hier runter. Ne? Was sagt die Zeit? Okay, ein bisschen haben wir noch. Verstehe ich nicht, warum das vorher so gut funktioniert hat, dass ich mich ja sofort wieder zurück teleportieren konnte und das jetzt nicht so gut funktioniert. Da ist meine Bella. Gut. Wollen wir mal sehen? Ich mache wieder Game Mode, ne? Die Geräusche, wissen wir mittlerweile, wo die herkommen? Und die beiden Sachen mache ich jetzt hier erstmal wieder rein. Und das gehört uns ja hier auch nicht. So, hier der Schleim höchstens und andere. So, vielleicht. Hier mache ich wieder auf Holz. Dann will ich mal ausprobieren, wie das so da funktioniert jetzt, ne? Ich nehme mal beide mit. Was brauchen wir noch? Bin ich mal gespannt. Ja, müssen wir natürlich jetzt hinlaufen. Kaum ein Bonbon gefuttert, da geht man gleich ab wie Schmitz Katze. Ja, da oben ist es. Dann können wir es nachher auch gleich markieren, wenn wir das Nest geplündert haben. Da könnte man jetzt natürlich auch noch eine Schatzkiste hinbauen oder eine Truhe, ne? Aber ja, das ist ja doof irgendwie. Wenn man dann einmal dran war, dann ist es ja auch weg irgendwie. Ne? Also ich finde es irgendwie sinnvoller, dann irgendwie was zu machen, was man dann immer machen kann. Deswegen, also wenn, dann würde ich eher den Spinnen irgendwelche Schätze als Drops, also als Item geben dann, diese fallen lassen sozusagen. Oh, wir müssen aufpassen hier gegen die ganzen Drachen und so. Ne? Nein! Du kannst mich doch nicht beißen! Du kannst mich doch nicht einfach beißen! Was fällt dir ein? Oh nein! Verdammte Axt! Scheiße!
Na, da bin ich mal gespannt auf die Spinne. Laufen wir richtig? In den Berg vorbei. Ne? Wo wir wieder beim Thema Durchgang wären, könnte man sich auf jeden Fall eine Menge Zeit sparen. Aber jetzt kommen die wieder hier, oder wie? Ich muss in Ruhe. Lauf, Forest, lauf! So, wollen wir mal gucken, wo wir sind? Ja, so sind wir schon ganz gut und da drüben ist es irgendwo. Können wir auch vielleicht später noch eine Brücke bauen hier. Da bin ich mal jetzt gespannt, ob man das überhaupt schafft hier. Ja gut, jetzt habe ich keine Werkzeuge bei. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Die werden uns wahrscheinlich... Oh, hier gibt es einen Wolf. Zwei Wölfe. Oh, ein Husky. Oh. Jetzt bestimmt gleich angreifen, dann alle auf einmal. Was sind diese blöde Ruine? Gott verdammt. Nein, da ist er. Da ist Spinne Nummer 1. Aber die anderen merken das halt auch. Die können ja nicht schwimmen, oder? Was machen die? Gehen trotzdem ins Wasser, sind die doof? Komm schon! Ja, geil. Haben wir auf jeden Fall eine Challenge, ne? Würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich finde es cool, dass man sowas machen kann. Und ja, probieren wir einfach später nochmal. Ist doch vielleicht eine gute Herausforderung. Aber was ich auf jeden Fall machen will, ich will... Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Ich will auf jeden Fall... das noch markieren. Ach so, weil ich im Kreativmodus war, ne? Deswegen hat das vielleicht so gut funktioniert mit dem Teleportieren. Mal gucken. Ja. Ich will sie jetzt einfach hier nochmal markieren. Oder sagen wir mal beschriften, markiert ist es ja jetzt eigentlich schon. Wo? Wo ist Mutti Spinne? Ah ja, okay. Können wir auch noch Geräusche geben oder so? Oder mache ich dann zwischendurch vielleicht? Können wir auch so machen, ne? Haben wir jetzt auf jeden Fall den Anfang, ihr habt ein bisschen gesehen. Ja, und vielleicht bessere ich die dann offline noch ein bisschen aus. So. Das nenne ich jetzt einfach Spinnenruine. Daraus können wir auch später zum Beispiel dann eine Quest machen, dass uns das eine aufgibt. Zum Beispiel, dass wir die Spinnen dort verjagen sollen oder so. Ne? Müssen wir mal sehen. Spinnenruine.
Das lasse ich auf Rot. Rot ist gefährlich. Ja, und dann haben wir so. Ist nur eine kleine Idee, ne? Aber finde ich eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall lustig. So, ab wieder zurück zur Bella. Und was machen unsere Melonen? Sind die denn jetzt bald mal irgendwie? Nee, irgendwas machen wir hier falsch. Vielleicht muss ich die wirklich umbauen. Aber die armen Melonsamen, die haben jetzt alle nichts gebracht, oder wie? Ist echt übel. Oder ich könnte es noch mit dem Wasser, dass ich das Wasser umbaue. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die Entwicklung 0%, 57%, 14%, 14, 0, 14, 14, 14. Die hat ja am meisten. Keine Ahnung. Warum ist da ein Stein? Okay, Freunde, würde ich sagen, mache ich hier erstmal wieder einen Cut. Haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen weitergekommen. Jetzt können wir zumindest einmal hin, so als Challenge. Finde ich ganz cool. Und wir haben ja noch den Zyklopen und die Drachen und so und den Äther. Haben wir auch noch gar nicht gesehen und so. Ein bisschen Glowstone haben wir schon. Das würde ich aber, was ich auch mal unbedingt, man kann immer so viel machen. So ein Meißel würde ich mir gerne auch mal machen, so ein Schissel. Nee, nicht so ein Schissel. Steinmeißel. Den könnten wir uns auch mal machen, aber den meinte ich eben jetzt auch nicht. Ich meinte den ganz normalen Meißel. Muss ich mal gucken, ob ich den so finde. Wo ist er? Ja, hier der. Okay, alles klar, den mache ich mir jetzt auch mal. Dann nehme ich mal das Glowstone hier. Und hier das Glowstone ist halt zu langweilig. Und ja, wie gesagt, können wir hier den reintun und dann haben wir noch mal ein paar andere Blockvariationen. Was ziemlich cool ist. Ist hier zu modern, finde ich. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das oben in der Decke reintun dann oder unten am Boden. Ich probiere mal einfach das hier. Achso, ich bin noch im Kreativmodus. Ich will das Loch dazu haben. Oh, schade, die Musik weg. Bella. Bella. Ja, und dann hier vielleicht noch mal eine Decke durchziehen, ich weiß nicht. Da können wir dann oben auch noch ein bisschen Truhen reintun oder unser Bett. Ah, da, ach so, okay. Das wollte ich wissen. Jetzt weiß ich's.
Aber das gehört eigentlich uns auch nicht, weil wir haben immer noch die drei Klaus für uns. Keine Ahnung, haben wir aber den Schlüssel schon mal, ist auch nicht schlecht. Damit können wir auch Holz andersfarbig machen und so. Müssen wir mal sehen. Ne? Auf jeden Fall haben wir das Spinnennetz so mal erstmal ein bisschen fertig. oder die Spinnruine. Und wie gesagt, vielleicht mache ich da zwischendurch noch ein bisschen was. Ich habe es immer Angst, also im Moment, wenn ich was zwischendurch machen wollen würde, dass dann auf einmal der Winter einbricht und ja, das würde ich gern schon mit euch zusammen hier erleben. Deswegen, ich werde erstmal so ein bisschen abwarten, ob der Winter jetzt dann irgendwann kommt. Ja, weil das will ich auf jeden Fall mit euch hier auch noch erleben und nicht dann, wenn ich hier mit den Spinnen beschäftigt bin, sozusagen, ne? Aber die Idee finde ich gut hier. Als Idee finde ich das gut, ne? Und dann haben wir hier so ein bisschen das Biom hier so ein bisschen interessanter schon gemacht, ne? Und hier ist Schnee auf jeden Fall irgendwie, oder? Da schneit schon irgendwie. Ne? Und für andere Biome können wir uns ja andere Sachen ausdenken. Hier wohnt der Zyklop. Ne? Hier wollen wir uns durchbauen. Und ja, hier sollten wir uns nochmal umschauen. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir auch ein Wüstenbiom finden werden. Hier den Fluss will ich auch mal wissen, wo der lang führt. Ein Wüstenbiom finden. Das wäre auf jeden Fall auch richtig gut. Ja. Aber müssen wir halt sehen. Ne? Wir müssen halt das Land so nehmen, wie es kommt. Und das Beste versuchen daraus zu machen. Gut, Freunde, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute für euch natürlich. Ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss.